Herzlich willkommen auf dem Kanal Eisenbahnwesen NRW. Heute steht wieder eine reine Spottertour an. Ich werde mich zum Bahnhof Unna begeben, um dort einige Zugbewegungen einzufangen. Im Normalfall ist dort viel los, seien es anhaltende Züge oder durchfahrende Züge. Man kann dort Intercity sehen, Intercity Express und Güterverkehr. Eigentlich hatte ich heute andere Pläne. Ich wollte wieder weiter rausfahren. Es stand zum Beispiel eine reine Spottertour nach Oelde an. Allerdings hatte ich auch die Idee, neue Bahnhöfe vorzustellen, beispielsweise wieder im Raum Düsseldorf. Da gab es beispielsweise die Idee, nach Hochdahl-Milrath zu fahren oder auch an den Bahnhof Kleinenbroich, der ja eher ein S-Bahn-Haltepunkt ist und an der Bahnstrecke Neuss nach Mönchengladbach liegt. Das Wetter allerdings ist heute instabil. Hier in Dortmund und Raum Dortmund ist jetzt für die nächsten Stunden eine gewisse Trockenheit angesagt, geringe Regengefahr. Während es in die Ecken, wo ich eigentlich hin wollte, ein bisschen anders aussieht, Oelde hat heute eine Regenwahrscheinlichkeit von 70, 80, 90% für den ganzen Tag vorausgesagt. Aber ja, was wäre der Kanal Eisenbahnwesen NRW ohne einen Plan B? Und ich habe dann einfach mal beschlossen, einen Bahnhof zu besuchen, wo es auch interessante Sachen zu sehen gibt. Und diesen Bahnhof habe ich mal ausführlich analysiert. Das muss im August letzten Jahres gewesen sein. Da gab es ja das Video Bahnhof Unna und Bahnhof Salzkotten, wo ich viele Stunden unterwegs war. Und ich fahre heute mal einfach wieder dahin, werde ein paar Eindrücke einfangen, nochmal etwas zu dem Bahnhof erzählen und hoffen, dass wir den einen oder anderen Zug einfangen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen, euer Eisenbahnwesen NRW. Ich werde jetzt gleich in die RB 59 einsteigen, mit dieser nach Unna fahren. Das ist eine Station hinter der Haltestelle Holzwickede Dortmund Flughafen. Die Fahrt dauert ungefähr 15 Minuten. Ich muss jetzt bloß aufpassen, auf welchem Gleis die RB 59 hält, weil das kann hier variieren. Im Normalfall ist das ja Gleis 2, aber am Samstag, vor allem in den Morgenstunden, hält die RB 59 auch gerne mal an Gleis 4. Warum das so ist, weiß ich übrigens nicht. Da habe ich noch nicht recherchiert, warum das so manchmal hier der Fall ist. Da werde ich mal schauen, dass ich da was rausfinde. Wenn einer vielleicht schon weiß, warum das so ist, dann freut es mich, wenn er das in die Kommentare schreibt. Und ja, ich gucke jetzt gerade mal auf die Anzeigetafel. Es ist jetzt 11.06 Uhr. Am Samstag, den 17.08.2024. Und ich schätze mal, ja, er wird auf Gleis 4 halten. Ich habe es jetzt an der Fahrgastinformation sehen können. Und ja, ansonsten werde ich zusehen, dass ich auch gleich auf der Fahrt noch ein bisschen filme. Und dann sehen wir uns so oder so spätestens am Bahnhof Unna wieder.
Ich bin jetzt in Unna angekommen. Ich stehe jetzt hier gerade auf dem Vorplatz. Ich dachte, hier starte ich mal meine Aufnahmen. Das hier vorne, das ist eine riesige Bushaltestelle. Hier halten ganz viele verschiedene Buslinien des Nahverkehrsunternehmens VKU. Diese Verbindungen, die hier abfahren, bewegen sich innerhalb von Unna, fahren aber auch in die benachbarten Städte, heißt Kamen, Bergkamen. Und es gibt auch Linien, die ins Dortmunder Grenzgebiet fahren, beispielsweise nach Dortmund-Wickede. Da hinten ansonsten, da sieht man ja dieses ehemalige Bahnhofsgebäude. Da sind heute mittlerweile verschiedene Unternehmen drin. Dieses Gebäude hat an sich für Fahrgäste keine Nutzung mehr. Und rechts davon, da hinten, ist ein kleines Bahnhofsgebäude, neues Bahnhofsgebäude errichtet worden. Da drin befindet sich ein Geschäft, wo man Snacks, Getränke und Zeitschriften erwerben kann. Auch Tabakwaren sind dabei. Und rechts von diesem kleinen Glasgebäude befindet sich auch der Zugang in den Fußgängertunnel, wo man dann die Strecke unterquert und zu den jeweiligen Bahnsteiggleisen gelangt. Ich stehe jetzt hier mittlerweile auf den Bahnsteigen. Ich habe mich also in den Bahnhof hineinbegeben. Hier sieht man nochmal die große Bushaltestelle von der anderen Seite. Ich stand gerade da bei dem kleinen Büroturm. Und da an dem Büroturm befindet sich auch ein großer Eingang in ein Parkhaus. Hier gibt es auch noch eine Park-and-Ride-Anlage hinter den Büschen. Und hier sind auch viele Linienbusse abgestellt, die eine längere Pause machen, wenn sie in Unna eingetroffen sind und später wieder in eine andere Richtung weiterfahren. Der RE7 nach Rheine ist ausgefallen. Ist jetzt keine Überraschung, da habe ich die eine oder andere Geschichte schon zu erzählt. Allerdings ist ein Sonderzug angekündigt, der diesen ausgefallenen RE7 kompensieren soll. Ich bin gespannt, ob da jetzt eine gewöhnliche Fahrzeuggarnitur kommt oder etwas, was man nicht so häufig sieht. Da schauen wir mal. Nee, es ist ein Zug von National Express, der speziell abgestellt wurde irgendwo und jetzt kurzfristig in den Einsatz geschickt wurde, um diesen Ausfall zu kompensieren. Also nichts Außergewöhnliches. Dieser Bahnhof weist ansonsten die ein oder andere Besonderheit auf. Die Bahnsteiggleisnummerierungen sind hier beispielsweise Gleis 18, Gleis 1, Gleis 2 da hinten und Gleis 4 ganz außen. Besonderheit an Gleis 4 ist auch noch, er ist unterteilt in zwei Bereiche, dieser Bahnsteig. Einmal in Gleis 4 und Gleis 4 West. Gleis 4 West ist dort ganz hinten, da werde ich aber im Laufe der Dreharbeiten auch noch hingehen. Das ist da ganz hinten, das ist der Bereich, wo die S5 hält. S4, die Linie S4. Das ist die S-Bahn-Linie, die von Lütken-Dortmund nach Unna verkehrt und wieder zurück. Diese Linie verläuft vor allem die meiste Zeit durchs Dortmunder Stadtgebiet. Nur hier im Bereich Unna durchläuft sie auch einige Stationen, eben, die nicht im Dortmunder Stadtgebiet liegen. Soweit ich weiß, ist das eben Unna Bahnhof, Unna Königsborn und Unna West. Alle anderen Stationen in dieser Linie verlaufen dann im Dortmunder Stadtgebiet. Allerdings fährt die Linie S4 nicht über den Dortmunder Hauptbahnhof. Das ist auch eine Besonderheit der Linie S4. Die Station Dortmund Stadthaus ist die Station, die sich am nähersten an der Innenstadt bzw. dem Dortmunder Hauptbahnhof befindet. Wenn man also in die Innenstadt möchte oder zum Dortmunder Hauptbahnhof, muss man in Dortmunder Stadthaus umsteigen. Dort gibt es im Untergeschoss, also unterirdisch,
eine U-Bahn-Station, die nennt sich ebenfalls Dortmund Stadthaus. Dort fahren mehrere U-Bahn-Linien, beispielsweise die U41, U49, U47. Und mit den Linien hat man die Möglichkeit, auch zum Dortmunder Hauptbahnhof zu fahren oder auch zur Kampfstraße. Die Kampfstraße ist in Dortmund die Haltestelle, die vor allem von Passagieren genutzt wird, die in die Fußgängerzone möchten, die ja in Dortmund nach wie vor sehr belebt ist und viele, viele Einkaufsmöglichkeiten beherbergt. An Gleis 1 ist jetzt ein Signal auf grün. Mal schauen, ob es sich dabei um eine Durchfahrt handelt, die dann aus dieser Richtung kommen würde. Ansonsten fällt am Bahnhof Unna auch auf, dass es hier mehrere Nebengleise gibt. Und auf diesen Nebengleisen werden oft Güterwaggons abgestellt. Man sieht hier auch ganze Güterzuggarnituren manchmal, die hier pausieren und ihre Fahrt dann fortsetzen, wenn die Strecke freigegeben ist. Auf dem Streckenabschnitt, wo die Linie S4 fährt, da hinten, die zweigt ja rechts vom Bahnhof Unna ab. Die S4 fährt ja noch ein Stück in Richtung Holzwickede, geht aber dann auf eine Strecke, die nach rechts verläuft. Da kommt jetzt ein ICE. So. Die Linie S4, das werde ich euch aber auch noch aus einer kürzeren Distanz zeigen, zweigt hinten rechts ab und fährt dann in Richtung Unna West und Unna Königsborn. Und von Unna Königsborn geht es dann weiter ins Dortmunder Stadtgebiet. Und diese S-Bahn-Strecke wird auch noch von Güterzügen genutzt. Die stehen manchmal hier, pausieren, fahren dann diese S-Bahn-Strecke entlang, denn dort gibt es auch hinter Unna Königsborn noch die Möglichkeit, in ein großes Industriegebiet weiterzufahren. Dort gibt es Logistikzentren, die sogar einen eigenen Schienenanschluss haben. Und es kommt vor, dass an dem einen oder anderen Tag eben auch Güterzüge einen Teil der S-Bahn-Strecke nutzen, um eben in dieses Logistikzentrum zu gelangen. Es steht erneut ein Signal auf grün. Mal gucken, was diesmal kommt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das ein stoppender Zug ist oder erneut eine Durchfahrt. Wir werden sehen. Erwischt man hier die richtige Uhrzeit, kann man hier sehr, sehr viele Durchfahrten vor die Linse bekommen. Wie gesagt, hier ist vor allem Intercity Express zu beobachten, aber auch eine Reihe von Güterzügen. Es ist die RB59 von Dortmund nach Soest. Ansonsten verkehrt hier auch der RE7, das habe ich gerade schon erwähnt, der RE13, dann die Linie S4 natürlich, von der ich gerade ein bisschen mehr gesprochen habe. Und es gibt hier auch noch die RB54, die hier auf Gleis 18 hält. Ich werde mich jetzt mal da hinten hinbegeben und euch ein bisschen Streckenkunde präsentieren. Ich melde mich dann gleich zu Wort, wenn ich am Ende des Bahnsteiges angekommen bin. So, ich stehe jetzt am hinteren Ende von Bahnsteiggleis Nummer 18 und Bahnsteiggleis Nummer 1. Die Gleise 1 und Nummer 2 sind hier ja die durchgehenden Hauptgleise. Die laufen nach hinten in Richtung Holzwickede. Und in Holzwickede teilt sich ja die Strecke. Da gibt es dann eine Strecke, die geht ja weiter nach Hagen und eine, die geht weiter nach Dortmund. Und hier in die andere Richtung sieht es folgendermaßen aus. Ich warte jetzt erstmal, bis die Regionalbahn durchgefahren ist. Und hier kann man auch übrigens ganz gut landende Maschinen beobachten. Heute landen die Flieger in Dortmund von Ost nach West. Heißt, sie sind über Unna bereits sehr niedrig.
Aber okay, zurück zu Streckenkunde. Da hinten gibt es gleich drei verschiedene Streckenverläufe. Nach links läuft die Bahnstrecke nach Hamm. Dort fährt beispielsweise der RE13 und der RE7 lang. Dann weiter geradeaus, wo die Regionalbahn 59 gerade verschwunden ist. Das ist die Strecke nach Soest. Und dann auf der rechten Seite, das kann man jetzt nicht sehen, verläuft das Gleis, was hier als Gleis 18 läuft. Dort biegt die RB 54 ab. Die begibt sich dann auf einer eingleisigen und nicht elektrifizierten Strecke in Richtung Frönenberg und Menden im Sauerland. Mir ist jetzt vor einigen Minuten leider ein Güterzug durch die Lappen gegangen. Ich war nämlich hinten im Bereich des Bahnsteigs auf der rechten Seite gewesen, hinter den Büschen. Habe mich eben zu dem Standort begeben, wo ich jetzt stehe, und habe dann leider nicht rechtzeitig bemerkt, dass dieser Zug kommt. Die Kamera da zu zücken war nicht mehr möglich. Es handelte sich dabei um einen sogenannten Kalkgüterzug. Das ist dieser Güterzug, den ich in letzter Zeit des Öfteren mal in den Videos erwähnte, dass ich den recht häufig sehen würde. Dieser recht kurze Güterzug mit diesen weißen, rötlichen Waggons, wo mir eben vor kurzem ein Zuschauer geschrieben hat, es handelt sich um einen Kalkzug. Ich danke übrigens nochmal für diese Information. Ansonsten sieht es jetzt so aus, wir haben 12.10 Uhr. Ich werde jetzt mal gleich auf die Bahnsteiggleise Nummer 2 und Nummer 4 rübergehen und dort dann vermehrt zusehen, auf die ein oder andere Durchfahrt zu warten und diese einzufangen. Ansonsten noch eine weitere Besonderheit zu diesem Bahnhof. Die Bahnsteiggleise Nummer 18 und 1 sind nicht über einen Aufzug zu erreichen, sondern über einen sogenannten Treppenlift. Ich werde auch versuchen, den gleich mal für euch kurz zu filmen. Bahnsteiggleise Nummer 2 und Nummer 4 sind hingegen ganz normal mit einem Fahrstuhl zu erreichen. Und es gibt auch noch hinten an dem kleinen gläsernen Bahnhofsgebäude gibt es auch noch einen Aufzug, der eben dazu da ist, den Fußgängertunnel, der die Gleise unterquert, barrierefrei erreichen zu können. Ja, so sieht hier der Fußgängertunnel aus. Hier sind die Zugänge zu Gleis 18 und Nummer 1. Und hier. Ich habe jetzt mittlerweile die Seiten gewechselt. Ich stehe jetzt hier an Bahnsteiggleis Nummer 2 und Nummer 4. Hier sieht man jetzt auch die Abstellanlagen deutlich besser. Und ja, hier, das ist die Rückseite vom kleineren Bahnhofsgebäude mit dem Zeitschriftengeschäft, wo es auch Snacks und Getränke gibt. Und hier kann man eben den anderen Bahnsteig sehen. Gleis 18 und Gleis 1. Und dann hier geht es weiter nach Gleis 4 West. Auch der westliche Bereich ist barrierefrei zugänglich, indem es hier leichte Rampen gibt, die einmal runter und wieder nach oben führen. Hier ist auch gleich die S4 angekündigt. Die soll jetzt gleich eintreffen und dann wieder nach Lütken-Dortmund zurückfahren. Da kommt jetzt der RE13. Ansonsten scheint heute bei National Express irgendwie was faul zu sein. Auch der RE7 in die entgegengesetzte Richtung wurde als ausgefallen erst angegeben. Dann kam aber direkt eine Art Ersatzzug, der mit einer ganz langen RE-Nummer angegeben war, in Richtung Köln. Und der war auch ganz normal vom National Express, die Bombardier Talent, also die sogenannten Hamster,
ganz normal wie immer, aber eben nicht unter der Linienführung RE7, sondern so eine ganz lange RE-Nummer ist es gewesen, die aber sonst ganz normal ihre Fahrt angetreten hat, auch dieselbe Uhrzeit, um der eigentlich der RE7 eintreffen würde. Also merkwürdig, da scheint heute wieder bei National Express und der RE7, der Linie RE7, einiges Kopf zu stehen. Da hinten an Gleis Nummer 4 West hat man übrigens auch die Möglichkeit, den Bahnhof zu verlassen. Dort gibt es einen älteren Treppenaufgang bzw. Runtergang. Der ist nicht barrierefrei, dort gibt es keinen Aufzug. Dort kann man nur über die Treppe nach unten gelangen. Da landet man in einem Fußgängertunnel und dieser Fußgängertunnel ermöglicht dann eben die Unterquerung der Gleise. Biegt man nach links ab, kann man sich in das Zentrum von Unna bewegen. Biegt man nach rechts ab, geht man in ein Wohngebiet hinein, wo sich allerdings auch das Kreishaus befindet. Kreishaus ist sowas wie das Stadthaus. Nur in kreisangehörigen Städten wird oft diese Behörde dann als Kreishaus bezeichnet. Ansonsten sieht es folgendermaßen aus. Die beiden Gleise sind jetzt diese, die in Richtung Holzwickede laufen. Hier steht jetzt an Gleis 2 das Signal auf Grün. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das eine Durchfahrt sein wird oder der nächste Zug, der hier hält. Und hier die Seite, das ist eben das S-Bahn-Gleis, was dann weiter hinten nach rechts abzweigt. Ich werde aber noch gleich zum äußersten Ende von Gleis 4 West gehen. Das tue ich aber erst, wenn sich die Fahrgäste dort zurückgezogen haben. Und ich schaue jetzt einfach mal, was auf Gleis 2 hier gleich kommen wird. Ansonsten ist der Bahnhof Unna schon recht belebt, muss man sagen. Es handelt sich auch hier um eine Mittelstadt mit recht vielen Einwohnern. Ich habe jetzt leider nicht die Einwohnerzahl im Kopf. Hier halten ja sogar zu bestimmten Tageszeiten Intercity-Linien. Eine Linie verkehrt beispielsweise von Hamm nach Norddeich-Mohle. Ich habe auch vergessen, dies im Video über den Bahnhof Schwerte zu erwähnen, denn auch am Bahnhof Schwerte hält zu bestimmten Tageszeiten eine Intercity-Linie. Ja, auf den Gleisen 1 und 2 standen jetzt gerade die Signale auf Grün, aber es handelt sich dabei um stoppende Züge. Hier vorne sehen wir jetzt die RB59 nach Dortmund Hauptbahnhof, die gleich ihre Reise fortsetzen wird. Und der Gegenzug gerade müsste auch die RB59 gewesen sein, wenn ich mich nicht irre. Die RB59 verkehrt derzeit im 30-Minuten-Takt. Das ist mittlerweile auch am Samstag zu bestimmten Uhrzeiten vermehrt der Fall. Ja, jetzt kann ich es auch vom Weiten erkennen, dass da hinten ist ebenfalls die RB59, allerdings in Fahrtrichtung Soest. Ansonsten bin ich jetzt hier vollständig auf Gleis 4 West gegangen. Seltsamerweise haben sich die Passanten hier zurückgezogen. Das waren scheinbar doch nur Leute, die den Bahnsteig hier als Durchgang nutzen, um in die hinteren Bereiche des Bahnhofes zu gelangen. Und ja, das ist eben Bahnsteiggleis 4 West.
Hier gibt es auch den gerade genannten Zugang in einen Fußgängertunnel. Und über diesen Fußgängertunnel komme ich dann, wie gesagt, nach links in den Stadtkern und nach rechts in ein Wohngebiet, wo ich auch die Möglichkeit habe, zum Kreishaus zu gelangen. Und ja, jetzt begebe ich mich mal zum Ende hin von diesem Bahnsteig. Hier ist die Unterführung, die man über diese Treppe erreichen kann. Hier hinten ist der Aufgang dann, da hinten ist man dann direkt im Stadtkern. Und hier ist der andere Ausgang, wo man dann eben schon in die ersten Wohngebiete kommt. Hier kann man auch noch mal ein bisschen in die Umgebung schauen. Hier ist ein Restaurant, da hinten eine Straße und ein kleiner Platz. Dort gibt es auch noch mal ein paar kleinere Geschäfte und auch Imbissbuden. Und ja, jetzt genau. Hier jetzt kommt dann noch mal ein bisschen Streckenkunde. Hinten nach links zweigt dann zweigen die beiden durchgehenden Hauptgleise weg. Das ist dann die Strecke nach Holzwickede. Und da geradeaus, ja, jetzt ist das Bild leider ein bisschen unscharf. Einen Moment, ich versuche es wieder hinzubekommen. So, Entschuldigung, manchmal sind die Kameras nicht so zuverlässig. Hinten rechts zweigt dann die Linie S4 ab, wo dann eben der nächste Halt Unna West ist. Und von Unna West gibt es dann erstmal weiter nach Königsborn und von Königsborn zurück ins Dortmunder Stadtgebiet hinein. So, die Bahnhofskunde habe ich weitestgehend, denke ich mal, jetzt abgeschlossen. Genauso die Streckenkunde. Ich hoffe, es ist ausführlich genug erklärt gewesen. Ich hatte ja den Bahnhof vor rund einem Jahr das letzte Mal analysiert und habe dann natürlich neben dem Spotten hier die Möglichkeit genutzt, noch die ein oder andere Information aufzufrischen. Ich werde mich jetzt vor allem auf Spotten hier fixieren, gucken, was mir so vor die Linse kommt. Sollte es etwas mau werden, gäbe es noch einen Plan B im Plan B. Wir könnten theoretisch von hier aus mit dem Bus nach Kamen fahren und dort auch noch ein bisschen spotten. Ich kenne mich hier recht gut in der Gegend aus. Ich habe in Kamen eine Zeit lang gearbeitet, bin auch mit dem Zug gependelt. Ich bin damals noch nicht Auto gefahren. Und ich bin meistens aus Kamen zurück nach Dortmund gefahren oder auch von Dortmund nach Kamen, eben um zum Arbeitsplatz zu kommen. Allerdings sieht die Situation so aus, wenn man in Kamen ja in Richtung Dortmund fährt, landet man am Dortmunder Hauptbahnhof und das hieß ja damals, ich musste ja dann nach Hörde entweder mit der U-Bahn oder mit der Regionalbahn weiterfahren. Und es gab dann je nach Schicht auch die Alternative, über Unna nach Hause zu fahren oder auch zur Arbeit zu fahren. Und das war eigentlich ein bisschen praktischer, denn ich konnte von Unna aus ja direkt nach Hörde gelangen. Und diese Busfahrt zwischen Unna und Kamen ist ja nicht besonders lang. Die dauert, meine ich, nur 20 Minuten und dann trifft man auch schon in Kamen ein oder umgekehrt in Unna ein. Und ich fand es manchmal bequemer, im Berufsverkehr tatsächlich über Unna nach Hause zu fahren, weil ich dann diesen Umstieg am Dortmunder Hauptbahnhof nicht hatte und direkt in Dortmund-Hörde gelandet bin. Hier hat gleich der nächste RE-Ausfahrt. Es ist dann diesmal der RE13 nach Venlo. Den könnt ihr ja hinten gut erkennen.
Seltsamerweise ist die S-Bahn noch nicht aufgetaucht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die derzeit gesperrt ist, die Strecke. Ich habe irgendeine Durchsage gehört, die von der S4 gehandelt hat. Allerdings habe ich die nicht vollständig verstanden. Es kann auch sein, dass von einem Ausfall gesprochen wurde, weil die Taktung der S4 beträgt, meine ich, 30 Minuten am Samstag, an Werktagen sogar 20 Minuten. Und scheinbar fährt die S4 tatsächlich gerade nicht. Ja, genau, denn hier ist die Erklärung. Das ist ja das Bahnhofsgebäude hier. Und hier ist auch davon die Rede, in diese Unterführung zu gehen, rechts abzubiegen, dann der Straße zu folgen, und dort befindet sich eine Haltestelle für den Schienenersatzverkehr. Und mit diesem Schienenersatzverkehr wird man dann eben zur nächsten Haltestelle gebracht, wo die S4 wieder verkehrt. Oder es kann sogar sein, dass die gesamte Strecke der S4 gesperrt ist. Da müsste ich mich jetzt erkundigen. Auf jeden Fall fährt die Linie S4 momentan nicht den Bahnhof Unna an. Ach, das ist ja schade, weil damit fällt beispielsweise eine Möglichkeit weg, ebenfalls nach Hause zu gelangen. Und ja, die grün-weißen S-Bahn-Züge hätten ja hier für die ein oder andere Vielfalt im Video sorgen können. Das ist schade, das wusste ich nicht, denn soweit ich weiß, fährt auch die RB54 derzeit nicht. Auch dort gibt es irgendwie Arbeiten an der Strecke. Allerdings ist die RB54 hier so oder so nicht ständig anzutreffen. Die fährt sogar nur in einer Taktung von 2 Stunden. An Gleis 2 ist das Signal wieder auf grün. Das müsste eigentlich definitiv eine Durchfahrt sein, denn alle REs und RBs sind jetzt durch. Das würde zeitlich nicht passen, dass jetzt dort die nächste Taktung kommt. Aber es scheint hier insgesamt sehr ruhig zu sein. Vermutlich werde ich hier heute noch nach Kamen mit dem Bus weiterfahren. Da ich ja ein Deutschland-Ticket habe, stellt das gar kein Problem dar. Ich kann alle öffentlichen Nahverkehrsunternehmen in der Republik nutzen. Das heißt, ich kann hier auch in den Bus der VKU einsteigen und mich zum Bahnhof Kamen begeben, wenn ich das möchte. Das ist nicht besonders kompliziert. Und dann werden wir einfach mal schauen, was da gleich kommt. Ansonsten werde ich gleich noch eine Toilette aufsuchen. Die ist hier zum Glück vorhanden an diesem Bahnhof. Und die ist sogar kostenlos nutzbar, was ja heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist. Und dann kann ich mich schon mal sicherheitshalber auch erkundigen, wann der nächste Bus nach Kamen geht. Aber natürlich werde ich erstmal noch probieren, hier die ein oder andere Durchfahrt zu bekommen. Wenn es dann aber doch irgendwie zu zäh wird, werde ich an die Bahnstrecke Dortmund nach Hamm fahren, wo eben der Bahnhof Kamen liegt. Denn da gibt es definitiv mehr vor der Linse zu sehen. Dort gibt es ja die ganzen RE-Linien. Viele Intercity- und Intercity-Express-Linien, die sich auf der Strecke bewegen, und eben auch die ganzen Güterzugverbindungen, die da durchlaufen. Und hier an Gleis 2 kommt jetzt ein Güterzug hindurch. Ich kann es bereits hinten in der Ferne erkennen.
Das ist der gerade erwähnte Intercity nach Norddeichmole, der jetzt hier hält. Ich war eigentlich schon runter vom Bahnsteig, weil ich zur Toilette gehen wollte. Und bin dann nochmal schnell umgedreht, weil ich die Durchsage gehört habe. Es gibt dann mal Neuigkeiten. Ich habe mich gerade noch mal erkundigt. Der Bus nach Kamen fährt hier im 30-Minuten-Takt. Ich hätte jetzt gerade einen sogar direkt nehmen können, habe aber gesagt, ich bleibe hier noch mindestens eine halbe Stunde. Werde versuchen, noch den einen oder anderen Zug einzufangen. Und dann geht es tatsächlich weiter nach Kamen, an den Bahnhof Kamen, also zum Bahnhof Kamen, der an der Eisenbahnstrecke Dortmund nach Hamm liegt. Der liegt quasi in die Richtung von hier aus gesehen. Und ja, Bahnstrecke Dortmund nach Hamm ist ein Teilstück der Köln-Mindener Eisenbahnstrecke. Dort werden wir dann garantiert mehr Züge vor die Linse bekommen. Denn scheinbar habe ich hier heute einen Tag erwischt wie vor 2 Wochen in Schwerte. Es ist einfach nicht so viel los, gerade bezüglich Güterverkehr. Und ansonsten würde man hier wahrscheinlich immer nur dieselben Züge vor die Linse bekommen, und zwar Intercity und Intercity Express. In Kamen habe ich dann den RRX, ebenfalls noch eine Linie der Eurobahn. Wahrscheinlich, wenn ich Glück habe, ein bisschen mehr Güterzüge. Vielleicht erwische ich auch dort den einen oder anderen Flixtrain. Auf jeden Fall ist einfach die Dichte an Durchfahrten auch dort höher. Ich habe auch mittlerweile erfahren, die Linie S4 endet derzeit in Dortmund-Brakel. Das heißt, einige Kilometer von hier, Dortmund-Brakel ist ein östlicher Stadtbezirk in Dortmund. Und da sind schon einige Stationen von hier bis Dortmund-Brakel. Das heißt, die Fahrgäste, die den Schienenersatzverkehr nutzen, werden schon einige Stationen mit dem Bus fahren, bis sie dann in die S-Bahn einsteigen können. Und wie gesagt, ich werde mich dann in gut 20 Minuten hinten zur Haltestelle begeben, in den Bus einsteigen und nach Kamen fahren und dort sicherlich noch eine Zeit lang weiter filmen, so dass wir hier am Ende doch viele interessante Eindrücke gesammelt haben und vor allem viele Zugdurchfahrten vor die Linse bekommen haben. Eigentlich war ja der Plan, hier nur in Unna heute zu filmen, aber die Situation ergibt sich einfach so derzeit, dass es heute noch nach Kamen weitergeht und dort auch noch ein bisschen gefilmt wird, da ich glaube, ich hier heute nicht ganz so auf meine Kosten kommen werde. Allerdings haben wir jetzt hier mal eine interessante Durchfahrt. Hier nochmal ein ICE1. Davon werden wir sicherlich auch am anderen Bahnhof heute noch das ein oder andere Exemplar sehen. Das ist ja immer noch ein weit verbreiteter ICE-Typ. Den erkennt man eben daran, dass er besonders viele Waggons hat. Beide Enden sind Triebköpfe und das Bordrestaurant hat diesen auffälligen Buckel. Während der ICE2, der ja bereits in der Ausmusterungsphase ist, nur über einen Triebkopf verfügt. Der andere Bereich, also der andere Teil des Zuges, der ja auch noch wie ein Triebkopf aussieht, ist nur noch ein reiner Steuerwagen, wo auch Passagiere Platz nehmen können. Und ja, dieser Zug ist ja meistens in Doppeltraktion unterwegs. Ansonsten ist eine Einheit deutlich kürzer als der ICE1.
Es erfolgt die nächste Durchfahrt, diesmal ein ICE 4. Haben wir ja heute schon hier gehabt und auch in Schwerte gleich mehrere Male. Aber ich nehme den natürlich auch noch mal auf. Ich werde dann jetzt langsam aber sicher zur Bushaltestelle gehen. Ich werde natürlich zusehen, dass ich im Bus vielleicht die ein oder andere Aufnahme auch noch reinbekomme. Ein bisschen was von der Stadt unterwegs aufnehme. Vielleicht ein bisschen was vom Innenraum des Busses. Kommt natürlich auf die Situation an, wie voll es im Bus sein wird. Ansonsten sehen wir uns spätestens am Bahnhof Kamen gleich wieder. Ich packe auf jeden Fall hier jetzt erstmal meine Sachen zusammen und werde mich zur Bushaltestelle begeben. Den nehmen wir allerdings noch mit. Der ist mal wieder rappelvoll, aber das ist ja typisch für den RE7. Ja gut, ich gehe dann mal zur Bushaltestelle. Bis gleich. Da war jetzt gerade noch der Intercity zu sehen, von Münster nach Frankfurt am Main. Und ja, ich stehe jetzt hier an der Bushaltestelle und warte auf meinen Bus in Richtung Kamen, der jetzt in gut 10 Minuten eintreffen wird.
Hochstraße. Ich bin jetzt nun in Kamen angekommen. Die Fahrt hat wesentlich länger gedauert. Insgesamt 46 Minuten statt die vorher prognostizierten 20 Minuten. Liegt daran, dass ich mit der längsten Linienvariante gefahren bin. Die hat dann noch zusätzliche Stadtteile und Wohngebiete abgeklappert. Und somit hat die Fahrt etwas mehr als eine Dreiviertelstunde gedauert. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt pünktlich hier in Kamen eingetroffen und werden einfach mal zusehen, was hier so vor die Linse kommt. Ich habe mich dann jetzt ganz nach hinten begeben. Das ist hier der Punkt, wo man am besten spotten kann, meiner Ansicht nach, weil der Bahnhof ist recht belebt. Da hinten könnt ihr auch viele Passagiere sehen. Und ja, hier bin ich mal im Dezember gewesen, als damals die Tour nach West-Bevern kurzfristig abgebrochen wurde. Die hatte ich dann eine Woche darauf aber nachgeholt. Und dann ging es ja auch in eine kleinere Winterpause damals, da kann ich mich noch gut erinnern. Und ja, jetzt bin ich hier in Kamen. Der hat 3 Bahnsteiggleise insgesamt, Gleis 1, 2 und Nummer 3 hier außen. Der dient vor allem der Überholung. Hier halten zum Beispiel Regionalbahnen und Regionalexpresslinien, wenn ein Intercity oder ICE überholen muss. Und da hinten ist auch noch ein Überholgleis in die andere Fahrtrichtung. Dort wird dann auch zum Beispiel ein RE draufgeleitet, wenn ein schnellerer Zug passiert. Hinten ist auch das große Bahnhofsgebäude zu sehen. Was heißt großes Bahnhofsgebäude? Dieses so ein normales, älteres Standardbahnhofsgebäude, was in einem sehr guten Zustand ist und auch einen DB-Store beherbergt. Allerdings ist dieser Store am Samstag geschlossen, also zu keiner Stunde geöffnet. Gerade wurde eine Durchfahrt angekündigt. Ich werde jetzt einfach mal schauen, was da kommt. Und ansonsten gibt es die ein oder andere Sache hier noch zu dem Bahnhof zu erzählen. Damals, als ich hier im Dezember vorbeikam, war es sehr kalt, das Wetter war schlecht, es gab viele Verspätungen, viele Ausfälle. Teilweise war der Bahnhof ziemlich überfüllt. Es war wirklich eine Sache der Geduld, Fotos und Videos zu machen. Und ich konnte bestimmte Dinge gar nicht detailliert fotografieren, weil einfach zu viele Leute um mich herum standen. Das war ja damals eine absolute Notfalllösung, hier hinzukommen. Ansonsten sieht es folgendermaßen aus. Das ist Fahrtrichtung Dortmund. Nächster Halt ist dann da hinten Kamen-Methler. Und das ist Fahrtrichtung Hamm. Nächster Halt dort in die Richtung ist dann der Bahnhof Nordbrücke. Da kommt jetzt auch ein Zug hindurch. Also auf Gleis 1 gibt es eine Durchfahrt. Ich kann nicht genau erkennen, was es ist. Sieht nach einer Lokomotive aus, einer einzelnen, ohne Waggons. Ja, es ist eine grüne Lok. Vermutlich von Captrain. Auch auf dem Gleis, auf dem ich stehe, kommt jetzt ein Zug. Der wird hier halten. So, das ist der Rhein-Ruhr-Express, kurz RE1 nach Hamm.
Der fährt jetzt wieder ab. Und ja, sonst eine wichtige Bemerkung zum Betriebsverlauf bzw. ein bisschen Streckenkunde. Dieser Abschnitt hier ist jetzt seit kurzem für bis zu 200 Stundenkilometer zulässig. Dieses Teilstück Dortmund nach Hamm ist ja eigentlich schon lange mit der Linienzugbeeinflussung ausgestattet. Allerdings gab es hier in den letzten Jahren immer noch eine höhere Bahnübergangsdichte als früher. Und Bahnübergänge dürfen ja in Deutschland nicht mit mehr als 140 Stundenkilometern passiert werden. Allerdings sieht die Situation jetzt so aus: einige hundert Meter in Fahrtrichtung Dortmund gab es noch vor bis zu einiger Zeit einen Bahnübergang, der ist komplett verschwunden und hat einer Unterführung gewichen. Dort ist jetzt eine Brücke und die überquert eine Straße, wo Autos fahren. Und somit haben die Züge jetzt hier keinen Bahnübergang mehr, der sie zum Abbremsen zwingt. Heißt, bis kurz hinter Kamen-Methler und in die Richtung bis kurz vor Hamm gibt es hier eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h. Als ich hier auch das letzte Mal im Mai mit einem ICE durchgefahren bin, weil ich auf einer Tour in Niedersachsen war, damals in Kirchhorsten, sind wir hier auch mit 191 km/h durchgefahren, denn im ICE gibt es ja eine Geschwindigkeitsanzeige, wie schnell der Zug gerade fährt, und mir fiel dann auch direkt auf, dass wir hier mit 191 km/h durchgefahren waren, und dann hatte ich gegoogelt, warum das auf einmal möglich war, und dann bin ich eben auf die Information gestoßen, dass hier seit einiger Zeit eben solche Geschwindigkeiten zugelassen sind, weil der Bahnübergang hinten verschwunden ist und die Linienzugbeeinflussung, die gab es hier, wie gesagt, auf dem Teilstück Dortmund nach Hamm schon seit längerer Zeit. Linienzugbeeinflussung bedeutet eben, dass die Strecke technisch dafür geeignet ist, dass die Züge bis zu 200 Stundenkilometer gar mehr fahren dürfen. Es gibt jetzt auch hier eine Warndurchsage mittlerweile. Wenn ein Zug kommt, gibt es die Durchsage: Achtung an dem und dem Gleis, ein Zug fährt durch. Das gab es hier vorher nicht. Als ich hier noch in Kamen gearbeitet habe, regelmäßig mit dem Zug von Dortmund nach Kamen gependelt bin, war die zulässige Höchstgeschwindigkeit damals hier noch bei 160 km/h. Ich kann mich auch erinnern, hinten gab es auch noch den Bahnübergang, da einige hundert Meter in die Richtung. Und der sorgte auch ab und zu mal für die ein oder andere Störung, sodass man hier sehr, sehr langsam nur gefahren ist oder dass sogar kompletter Stillstand war und sich die Züge hier wirklich über Kilometer hinweg stauten. Das habe ich alles in der Zeit als Pendler damals erlebt. Der RRX in Richtung Dortmund ist jetzt aufs Überholgleis drauf gefahren. Hier hinten über die Weiche, und jetzt rollt er eben auf dem Gleis. Wird da weiter hinten auch endgültig zum Stehen kommen. Und dann ist sogar schon eingetreten, ist das Signal hier bereits wieder auf grün gesprungen. Bedeutet, gleich gibt es hier eine Durchfahrt bzw. Überholung. Die beiden Gleise hier sind übrigens auch das durchgehende Hauptgleis. Aber okay, das war jetzt, denke ich mal, selbsterklärend, wenn es sich hierbei und um das Gleis da hinten ganz außen um Überholgleise handelt, können ja nur die beiden Gleise die durchgehenden Hauptgleise sein. Ich sehe in der Ferne einen ICE. Der auch ordentlich Tempo hat.
Auch dieses Schild unter dem kleineren Standardschild ist jetzt neu. Die gab es hier früher auch nicht. Achtung Zugdurchfahrten, keine Lautsprecheransagen, Überschreiten der weißen Markierung erst nach Halt des Zuges. Zwar behauptet dieses Schild, es gäbe keine Lautsprecherdurchsagen, allerdings gibt es diese hier. Vermutlich setzen die auch mal aus oder falls die ausfallen, wurde das nochmal sicherheitshalber erwähnt, damit die Leute einfach achtsamer sind. Auch dieses Schild ist ein Indiz dafür, dass hier mit noch größerer Geschwindigkeit hindurchgefahren wird. Wie gesagt, diese Schilder gab es bis vor kurzem noch nicht. Und ja, man sieht, der Bahnhof wurde eben ein bisschen nachgerüstet, damit eben hier mit 200 km/h durchgefahren werden kann, ohne dass eine Gefährdung der Fahrgäste besteht. So, gerade eben gab es an Gleis 1 eine Warndurchsage, dass ein Zug hier passieren wird. Auf meiner Seite steht das Signal auf Rot. Der RRX steht immer noch da hinten. Das heißt, er musste jetzt nicht nur eine Überholung abwarten, sondern eine weitere. Das war als Pendler schon damals manchmal ärgerlich. Man ja, wollte einfach nur nach Hause nach einer langen Schicht und dann stand man auch manchmal auf diesem Nebengleis da und musste den einen oder anderen Intercity oder Intercity Express abwarten. Klar, es hat manchmal auch Spaß gemacht, auf der Seite zu sitzen, wo die Durchfahrt stattfindet. Das war dann immer interessant zu beobachten. Aber klar, manchmal konnte es auch störend sein. Man wollte nach Hause, es war kein guter Tag zum Beispiel. Und dann stand man da manchmal noch 10, 15 Minuten, nachdem man aus dem Bahnhof hier rausgefahren war. Und ja, dann kam ein Zug nach dem anderen hindurch. Und irgendwann war dann die Strecke freigegeben. Und die Reise nach Dortmund ist dann weitergegangen. Und wie gesagt, in Dortmund war dann nicht Schluss. Da musste ich ja noch mit der U-Bahn oder Regionalbahn weiterfahren. Und häufig war es so, wenn ich mit dem RE gerade eintraf, war die U-Bahn auch weg. So, das ist wieder ein ICE 4. Ebenfalls mit hoher Geschwindigkeit. Schätzungsweise 180, 190 Stundenkilometer mindestens. Der wird da hinten so oder so langsam anfangen abzubremsen, denn kurz hinter Kamen-Methler endet ja die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h. Dort gibt es nach wie vor Linienzugbeeinflussung, die geht ja bis Dortmund durch. Allerdings ist Kamen-Methler kurz vor Dortmund-Kurl und zwischen Dortmund-Kurl und Kamen-Methler befindet sich ein Bahnübergang und deswegen müssen die Züge bis dahin wieder auf mindestens 160 km/h runtergebremst sein. Diesen Bahnübergang möchte man auch unterführen, da wird schon lange drüber diskutiert. Wie man es aber kennt, in Sachen Infrastrukturplanung in Deutschland kann sich sowas auch gerne mal in die Länge ziehen. In Kurl gab es früher sogar zwei Bahnübergänge, aber dieser andere Bahnübergang, der sich früher westlich des Bahnhofs Kurl befand, ist schon seit ja, über 20 Jahren weg. Und dort gibt es ja jetzt eine Brücke, die vom Autoverkehr und Fußgängerverkehr unterquert wird. Der Bahnübergang zwischen dem Bahnhof Kamen-Methler und Dortmund-Kurl ist auch ein sehr alter Bahnübergang. Manchmal stehen die Autos auch dort sehr lang. Wenn die Schranken dort einmal unten sind, kann es schon mal vorkommen, dass man da erstmal 10 bis 15 Minuten steht, weil mehrere Züge hindurch müssen. Da machen die Autofahrer natürlich auch schon ihre Autos aus, also den Motor aus, weil man sonst wirklich sehr, sehr viel Sprit verbrennen würde, auf die Summe gerechnet. Das ist der RE3 nach Düsseldorf, der hält hier natürlich am Bahnhof Kamen, fährt dann gleich weiter in Richtung Dortmund. Der erste Bus da vorne, mit dem bin ich hier angekommen gerade, der macht jetzt eine längere Pause und wird gleich nach Unna zurückfahren.
Der hatte eine gewöhnliche VKU-Bemalung, allerdings gab es einzelne Werbeelemente auf dieser Buslackierung, die für das Kaufhaus Woolworth werben, die ja nicht weit von hier auch ein großes Zentrallager haben. Auf meinem Gleis steht jetzt das Signal auf grün. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Durchfahrt ist. Achtung am Gleis 2, ein Zug. Es ist eine Durchfahrt. Achtung am Gleis 2, ein Zug fährt durch. Das heißt, ich muss jetzt natürlich Abstand halten. Auch auf Gleis 1 gab es wieder eine Warndurchsage, während die Eurobahn, also der RE3, hier noch rausfuhr. Da muss, glaube ich, auch direkt im Anschluss was kommen. Da wird wahrscheinlich jetzt auch in 2-3 Minuten noch ein Zug hindurchschießen. Aber erstmal ist, denke ich mal, auf meiner Seite die Durchfahrt an Dreie. Leider ist hier so ein Busch im Weg, sonst könnte man eigentlich sehr gut in die Ferne gucken. Ja, die werden nicht ständig nachgeschnitten, das kann schon mal dauern. Dann sind die irgendwann einige Meter hoch, einige Meter breit und dann hat man als Spotter natürlich eine ziemliche Sichteinschränkung. Denn eigentlich ist die Sicht hier in beide Fahrtrichtungen exzellent. Da kommt jetzt ein Intercity 2. Die dürfen so oder so nur mit einer maximalen Geschwindigkeit von 160 km/h fahren. Mehr Tempo ist nicht zulässig. Der Intercity ist sehr langsam, denn die Eurobahn wurde auf kein Überholgleis geschickt. Das heißt, der Intercity 2 hier muss jetzt ganze Zeit hinter der Eurobahn herfahren. Das heißt, er wird bis Dortmund jetzt Schleichfahrt mehr oder weniger erleben, denn der RE3 hält an jedem Bahnhof unterwegs nach Dortmund. Der hält in Methler, der hält in Kuhl, der hält in Scharnhorst. Das heißt, für die Fahrgäste dieses Intercities wird es jetzt eine Sache der Geduld sein, bis man in Dortmund eintrifft. Das ist jetzt der RE6 in Richtung Köln-Bonn-Flughafen. Das heißt, er kommt aus Minden. Ist übrigens, soweit ich weiß, eines der längsten Regionalexpresslinien Deutschlands. Die Verbindung von Köln-Bonn-Flughafen nach Minden geht, ja, meine ich jetzt, nach gesamter Fahrtzeit 3,5 Stunden. Und ist auch über 250 Kilometer lang. Ich habe mal so ein Video auf YouTube gesehen, da gab es ein Ranking, die längsten Regionalexpresslinien Deutschlands. Und der RE6 war eben auch dabei. Thank you.
Ja, wie ihr den Informationen entnehmen könnt, halten ja hier schon einige Regionalexpresslinien. Hier hält ja einmal der RE1, der RE3 und der RE6. Und der RE11, der hält hier auch. Also haben wir hier insgesamt 4 Regionalexpresslinien. 3 davon werden von National Express bedient, laufen also unter der Marke RX. Das ist einmal RE1, RE6 und RE11. Und ja, der RE3 läuft unter der Eurobahn. Vor dem Bahnhof gibt es ja eine sehr, sehr große Bushaltestelle. So eine Art Bushof ist das schon, wo auch recht viele Buslinien halten und eben auch hier in die benachbarten Städte fahren. Und natürlich verkehren diese Linien auch innerhalb von Kamen. Das da hinten ist auch ein großes Parkhaus, wo Pendler beispielsweise ihre Autos abstellen und dann weiter ins Ruhrgebiet reinfahren. Einige von ihnen fahren sicherlich auch nach Hamm. Das ist ein Polizeirevier, ein sehr großes. Und hier sieht man auch eine kleine Anlage, ein Gehege. Dieses Gehege ist von allen Seiten abgeschirmt und natürlich auch verriegelt. Da drin stehen größere Polizeiautos, die dann bei eventuellen Einsätzen rausgefahren werden. Hier habe ich dann natürlich den Vorteil, dass ich im Schnitt alle 10 bis 15 Minuten nach Dortmund zurückfahren kann. Selbst wenn eine Linie hier mal ausfällt, hat es keine Konsequenzen. Man kann dann recht schnell einfach den nächsten Zug nehmen und mit diesem nach Dortmund zurückfahren. In Unna, klar, hätte ich den Vorteil gehabt, dass ich direkt in Hörde lande. Von hier aus lande ich erstmal am Hauptbahnhof und muss dann eben da noch mit der Regionalbahn oder U-Bahn nach Hörde zurück. Aber das macht erstmal nichts. Insgesamt ist diese doch spontane Tour sehr gut verlaufen. Es war ja, wie gesagt, eigentlich was ganz anderes heute geplant, aber witterungstechnisch habe ich dann beschlossen, doch in meiner Region zu bleiben. Und als ich dann in Unna war, kam eben auch noch die spontane Idee rauf, nach Kamen zu fahren. Und das war bisher, finde ich, eine sehr gute Idee. Auf Gleis 2 wird jetzt ein Zug halten. In Fahrtrichtung Dortmund sehe ich in der Ferne auch ein Signal auf Grün stehen. Mal gucken, was da gleich kommt. Ich habe jetzt leider nicht mehr die Fahrpläne im Kopf, wann hier etwas hält, wann hier etwas eventuell hindurchfahren könnte. Denn die Zeit, wo ich hier gearbeitet habe, liegt jetzt doch auch schon einige Jahre zurück. Leider ist mir gerade ein ICE2 durch die Lappen gegangen. Der ist hier gerade im Gegengleis mit ziemlich hoher Geschwindigkeit hindurchgeschossen. Das waren schätzungsweise knapp 200 km/h. Ich habe es leider nicht rechtzeitig bemerkt, obwohl es gerade sogar noch gegenüber eine Durchsage gab, ein Zug würde hindurchfahren. Ich war hier nämlich zu sehr schon auf den RE6 fixiert, wo mir gerade auffällt, dass der nur bis Gütersloh fährt und nicht bis Minden. Und da fiel mir ja gerade ein, auch in dem Abschnitt da hinter Gütersloh in Richtung Minden gibt es derzeit baustellenbedingte Einschränkungen. Und das hatte ich gerade völlig verdrängt gehabt. Ich hatte ja gerade noch davon gesprochen, der RE6, der in Richtung Köln fuhr, käme aus Minden, aber der kam mit höchster Wahrscheinlichkeit auch aus Gütersloh. Denn nach Minden können die Züge derzeit nicht reinfahren, weil es dort, wie gesagt, ebenfalls wieder mal Gleisarbeiten gibt. Und ich schätze mal, die Weiterfahrt bis Minden ist über Schienenersatzverkehr geregelt. Es sind ja auch Baumaßnahmen zwischen Minden und Hannover angekündigt. Das sind ja beispielsweise dann die Abschnitte, wo ich auch schon gewesen bin, an den Haltepunkten Kirchhorsten und Lindhorst. Auch dort ist oder soll in Kürze Stillstand sein, weil es auch dort Baumaßnahmen an den Gleisen geben wird. Spotten ist derzeit nicht einfach. Es gibt immer mal wieder da eine Baustelle, dort eine Baustelle. Ich muss immer wieder aufpassen, wenn ich irgendwelche Touren plane, dass ich nicht in die Röhre schaue.
Ansonsten kann ich mich noch sehr gut erinnern, als ich hier gearbeitet habe, habe ich ja in einem Zweischichtsystem gearbeitet, eine Früh- und eine Spätschicht. Bei der Frühschicht war die Nachhausefahrt immer recht stressfrei, da kam ein Zug nach dem anderen. Selbst wenn einer ausfiel, wusste man, man kommt irgendwie recht zügig nach Hause. Morgens war die Anfahrt natürlich ein bisschen stressiger. Da kam nämlich der erste RE um 20:30 in Dortmund. Und dann, als man hier dann ankam, musste man schon recht zügig unterwegs sein, also recht schnell gehen oder hier den Shuttlebus bekommen zum Zentrallager damals, um eben rechtzeitig am Arbeitsplatz zu sein. Die Schicht begann ja um 6 Uhr und um 5.30 Uhr war man erst in Dortmund abgefahren. Man hätte ja auch um 4.55 Uhr schon damals den RE6 nehmen können. Allerdings wäre man dann viel zu früh wiederum am Arbeitsplatz gewesen. Also das passte so morgens vorne und hinten nicht. Und dann ist man eben immer mit dem um 5.30 Uhr gefahren. Und gut, das hat immer funktioniert. Also es kam eigentlich nur selten zu Verspätungen. Und der Arbeitgeber war da auch ein bisschen tolerant, weil ein Teil der Vorgesetzten kam selber mit dem Zug und von daher war das kein Problem gewesen. Bei der Spätschicht sah es ein bisschen anders aus. Die Anreise war super, die war stressfrei. Da konnte ich mir eigentlich vormittags aussuchen, mit welchem Zug ich zur Arbeit fahre. Allerdings war dann Schichtende um 11 und stand man hier am Bahnhof, war das natürlich immer als allererste die Sorge, fällt jetzt der Zug aus in Richtung Heimat, weil nach 11 Uhr kamen hier nur noch zwei Züge. Das war einmal der RE1, der kam, meine ich, damals auch irgendwann kurz vor 20:30 und noch der RE6, der kam dann um 23.55 Uhr. Oder war es der RE11? Jedenfalls eines der... Also es waren auf jeden Fall nur noch zwei Züge, die kamen. Und wenn einer ausfiel, zum Beispiel der RE1 um 20:30, hatte man hier direkt ja fast eine Dreiviertelstunde Aufenthalt, bis man hier wegkam. Man war dann natürlich auch zu Hause viel später erst angekommen. Und wenn beide ausgefallen sind, weil es eine Streckenstörung oder so gab, dann war hier tatsächlich Taxifahren angesagt. Das ist zum Glück selten passiert, ich glaube nur 2 bis 3 Mal insgesamt, aber man hatte immer bei der Spätschicht ein bisschen Bange, komme ich überhaupt heute unbeschwert nach Hause? Da kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und das war so eines der Gründe, warum ich auch diese Firma letzten Endes auch wieder verlassen habe, weil dieses Pendeln irgendwann einfach eine nervliche Belastung mit sich brachte. Denn die Firma an sich war super, ich habe mich dort wohlgefühlt. Ich hatte auch gegen Ende die Möglichkeit, unbefristet eingestellt zu werden, habe es dann aber ausgeschlagen und bin zu einem anderen Unternehmen nach Dortmund gewechselt. Ja, das war jetzt mal so eine kleine Geschichte aus der Vergangenheit. Diesen Bahnhof verbinde ich eben auch mit solchen Geschichten. Letzten Endes ist ja alles gut gelaufen. Ich bin heute auch wieder unbefristet eingestellt. Stehe sogar besser da als damals. Aber wie gesagt, man hat schon gemerkt, was Pendeln doch ausmachen kann, wenn bestimmte Umstände gegeben sind. Dann kann selbst eine Firma, in der man sich eigentlich wohlfühlt, plötzlich nicht mehr ja so aussichtsreich sein, was die Zukunft anbetrifft. Ich bin jetzt mal so ein bisschen aus der Sonne raus, hier unters Dach. Hier auf dem Bahnsteig ist ja prinzipiell ein bisschen weniger los. Bahnsteiggleis in Fahrtrichtung Dortmund ist wesentlich voller. Da ist eigentlich Dauerbetrieb, was Fahrgäste angeht. Was das Pendeln nochmal anbetrifft, ich hatte ja auch Zeiten erlebt, da gab es hier Streckensperrungen wegen Baustellen. Dann sind wir natürlich dieses Stück zwischen Dortmund und Kamen mit einigen anderen Arbeitskollegen mit Schienenersatzverkehr gefahren, also mit Bussen. Das war dann natürlich eine richtige Tortur. Schienenersatzverkehr dauert natürlich immer wesentlich länger, als wenn man tatsächlich mit dem Zug fährt. Vor allem bei Spätschicht auf dem Nachhauseweg nach 11 Uhr
war dieser Bus eine echte Tortur dann gewesen. Ja, und wie gesagt, hier auf Gleis 2 ist eine Durchfahrt angekündigt. Da scheint eine Diesellok zu kommen. Die kommt jetzt gleich durchs Bild. Dieser Bahnhof ist natürlich auch barrierefrei neben den Treppen zu den jeweiligen Bahnsteigen. Kann auch ein Aufzug genutzt werden. Das hier ist der Fußgängertunnel. Hier kommt man zur Gleis 2 und Nummer 4. Ich habe ja gerade einen Fehler gemacht. Ich habe das äußere Gleis hier oben als Gleis 3 bezeichnet. Die Gleisnummerierung an diesem Bahnhof ist allerdings Gleis 1, 2 und Nummer 4. Nummer 4 ist dann, wie gesagt, das hier außen auf der linken Seite, wenn man in die Richtung läuft, wo eben die Züge drauf fahren, wenn Überholungen stattfinden. Und hier ist eben der Hochgang zu Bahnsteiggleis Nummer 1. Und auf beiden Seiten haben wir natürlich eben, wie gerade schon erwähnt, einen Aufzug, mit dem man nach oben zum Bahnsteig gelangen kann. Ansonsten gibt es links und rechts von dem Bahnhofsgebäude, ich gucke, dass ich das gleich eventuell noch aufs Bild bekomme, einen Zugang, ebenerdigen Zugang zum Bahnsteiggleis Nummer 1. Und auch das Bahnhofsgebäude kann als Durchgang zu Bahnsteiggleis Nummer 1 genutzt werden. Allerdings ist dies nur möglich, wenn der DB-Store geöffnet ist. Ist der DB-Store geschlossen, ist auch der Durchgang zu Bahnsteiggleis Nummer 1 durch das Bahnhofsgebäude nicht gegeben. Da hinten gibt es dann eine Unterführung für Fußgänger und Radfahrer. Mit diesem Weg hat man eben die Möglichkeit, die Bahnstrecke sicher zu unterqueren. Dort musste ich übrigens auch langlaufen, als ich damals zu meiner Firma gelangen wollte. Und das ist eben der Vorplatz. Da hinten sind die ganzen Bushaltestellen. Hier vor dem großen Fahrradkäfig, wo Fahrräder eingeschlossen werden, gibt es den ersten Zugang zu Bahnsteiggleis Nummer 1. Und dann noch auf der anderen Seite des Bahnhofsgebäudes ist der andere Zugang, wo man auf Bahnsteiggleis 1 gelangt. Und vom Bahnsteiggleis 1 kann man dann eben auch die Unterführung erreichen, mit der man auch die Gleise Nummer 2 und Nummer 4 erreicht. Ich habe jetzt einmal die Seite gewechselt. Ich befinde mich jetzt auf Gleis 1. Mir ist aufgefallen, dass ich hier eine viel bessere Sicht habe in beide Fahrtrichtungen. Und hier habe ich auch über die ganze Länge des Bahnsteigs verteilt Sitzmöglichkeiten, während es auf der anderen Seite etwas kahler aussieht. Ich werde dann hier für den Rest der Zeit bleiben und noch weitere Zugbewegungen einfangen. Es ist jetzt 15.38 Uhr. Wie lange ich noch genau hier bleibe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall noch 1,5 bis 2 Stunden, denke ich mal. Dann dürfte ich genug Material zusammen haben. Heute werde ich das Video wohl nicht mehr produzieren. Ich werde es dann erst morgen tun. Hieße, das Video wäre dann am Sonntag publiziert. Ja. Denn heute Abend ist noch ein Fußballspiel, was ich gerne gucken möchte. Und das wäre dann alles eng. Ich muss ja auch noch was essen, wenn ich nach Hause komme. Und das könnte dann eng werden mit der Anstoßzeit. Ansonsten ist das Wetter eigentlich heute ziemlich gut. Also da waren wahrscheinlich die Wettervorhersagen doch nicht so zuverlässig. Es war eigentlich von bewölkt die Rede, wechselhaften Wetter. Klar, hier in der Region um Dortmund herum sollte es eigentlich trocken bleiben, aber es ist schon recht warm, sehr sonnig. Und ich kann mir gerade schwer vorstellen, dass das irgendwie in anderen Ecken von NRW anders aussehen soll. Auf mich wirkt das so, als sei das eigentlich flächendeckend. Hier kann man auch noch besser zum Polizeirevier rüberblicken und zu den Bussen, die da Pause machen.
Und das ist eben das Gehege, wo die größeren Polizeifahrzeuge abgestellt werden. Und ja, dann werden wir einfach mal weitersehen, weiter warten. Und ich bin gespannt, was ich noch so vor die Linse hier bekomme. Das Signal an Gleis 1 steht wieder auf grün. Und dann werden wir mal sehen, was hier jetzt gleich vorbeikommt. Der Bahnsteig ist wieder recht gut gefüllt. Da ist jetzt ein ganzer Schub an Passagieren wieder auf den Bahnsteig draufgekommen. Es kann sein, dass das bereits der nächste haltende Zug ist. Gerade ist hier der RE1 abgefahren in Fahrtrichtung Dortmund. Würde bedeuten, da müsste jetzt eigentlich der RE3 kommen. Gleis 1, Einfahrt RE3 nach Düsseldorf Hauptbahnhof. Ja. Über Dortmund Hauptbahnhof, Abfahrt 15.41 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Da kommt tatsächlich der RE3. Eins ist sicher, ich werde auf jeden Fall nicht mit dem RE6 an diesem Bahnhof abfahren, um nach Dortmund zurückzukommen. Denn der RE6 ist immer am vollsten, der hat ja eine weite Strecke hinter sich. Die Linien RE11, RE1 und RE3 starten ja in Hamm und sind meistens nicht ganz so voll, wenn sie hier in Kamen ihre Reise fortsetzen. Ja, sonst stehen alle Signale auf Rot. Derzeit ist keine Durchfahrt in Sicht. Was ansonsten noch besonders ist bezüglich des öffentlichen Nahverkehrs, in solchen Städten wie Kamen oder auch Unna gibt es tatsächlich ganz kleine Linienbusse. Der rot-weiße Mercedes-Bus, den wir dort vorne sehen, ist tatsächlich nicht in privatem Besitz. Es handelt sich dabei um einen sehr kleinen Linienbus für eine Handvoll Fahrgäste. Der klappert eben meistens kurze Strecken ab und fährt durch kleine Wohngebiete, sehr ländliche Orte hindurch und nimmt dort den einen oder anderen Fahrgast mit, wo dann Umstieg eben zu anderen Linien besteht. Jetzt gerade gibt es noch eine ziemliche Ruhephase. Wenn was kommt, dann ist es immer nur ein anhaltender RE. Eine Durchfahrt habe ich jetzt schon eine Weile hier nicht mehr gesehen. Ja, das gibt es auch leider an der Bahnstrecke Dortmund nach Hamm, so einzelne Ruhephasen. Ich hoffe, dass die jetzt nicht allzu lang ist, denn ich würde wirklich gerne noch die ein oder andere Zugbewegung in größerer Geschwindigkeit einfangen. Ich habe sogar kurz mit dem Gedanken gespielt, mich nochmal ein Stück weiter zu transferieren in Richtung Methler, wo ich überhaupt eines meiner allerersten Videos gedreht habe. Allerdings ist das dann, glaube ich, des Guten zu viel, denn in Methler gibt es dann automatisch weniger Linien, die man zur Weiterfahrt nutzen kann. Dort halten, soweit ich weiß, nur zwei Linien, der RE3 und der RE11. Also direkt ein halbiertes Zugangebot. Hier habe ich ja gleich vier Linien, mit denen ich jederzeit meine Heimreise antreten kann. Auf Gleis 2 steht jetzt ein Signal auf grün. In der Ferne kann ich allerdings noch nichts erkennen. Könnte sein, dass das eine Durchfahrt ist. Ansonsten kann man von hier aus sehr gut ins Überholgleis reinschauen, wo eben die Züge drauf fahren, wenn schnellere Züge vorbeiziehen müssten. Und ich werde einfach mal gucken, was da gleich kommt. Es nähert sich ein Zug. Vom Weiten noch nicht ganz so gut erkennbar, was es ist. Ja, jetzt nimmt es, glaube ich, langsam Form an. Es ist wohl ein ICE4. Auf meiner Seite steht das Signal nach wie vor auf Rot.
Auf Gleis 2 ist die nächste Durchfahrt angekündigt. Jetzt ist das Signal auch auf grün gesprungen. In Fahrtrichtung Dortmund kann ich jetzt in der Weite noch nichts erkennen, obwohl die Sicht ja wirklich sehr weitläufig in diese Richtung ist. Man kann da wirklich bis Metler schauen. Unter Umständen kann man sogar Teile des Bahnhofs Metler erkennen, obwohl das mehrere Kilometer sind. Allerdings hängen davon viele Faktoren ab. Es kommt auf die Lichtverhältnisse an, die Witterungsverhältnisse. Ist es dunstig? Das sind so Faktoren, die da natürlich eine Rolle spielen. Oder wie ist die Vegetation eben auch neben den Gleisen? Das sind ja alles Dinge, die eine Sicht ab bestimmten Distanzen einschränken können. Insgesamt habe ich, denke ich mal, heute viel Material zusammenbekommen, wenn man dann beide Bahnhöfe zusammennimmt. Vermutlich werde ich doch schon bald langsam, aber sicher nach Hause fahren. Noch ist kein Zug zu sehen. Das scheint wieder eine einzelne Diesellok zu sein. Das wäre schon die dritte, die ich heute hier sehe. Die kommt jetzt auch gleich durchs Bild. Wieder eine grün-weiße Lokomotive von Captrain. Es kann sogar gut sein, dass es dieselbe war, die wir hier zu Beginn hatten, als wir gerade in Kamen eingetroffen sind. Es ist jetzt 16.14 Uhr und mir ist aufgefallen, dass das Fahrgastaufkommen an diesem Bahnhof schlagartig abgenommen hat. Jetzt gerade hatte ich immer hier Fahrgäste stehen. Selbst als ein Zug da war, waren kurz darauf die nächsten da, um eben schon in den nächsten Zug einzusteigen. Die Taktungen der jeweiligen RE-Linien liegen ja hier recht dicht beieinander. Aber jetzt gerade ist es sehr ruhig und auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig sowieso. Es ist für mich erfreulich, dann kann ich auch ein bisschen hier rauf und runter laufen, vielleicht noch von der einen oder anderen Stelle filmen, was natürlich zu dem Beschluss führen wird, dass ich hier doch noch ein bisschen verbleibe. Denn so langsam dachte ich mir, ich steige in den nächsten RE1 ein, der würde nämlich auch bald kommen. Aber ich denke mal, ich werde hier doch noch ein bisschen bleiben, weil jetzt bieten sich filmtechnisch noch mal ein bisschen bessere Möglichkeiten an. Auf Gleis 2 steht das Signal wieder auf grün. Mal gucken, was da gleich kommt. Es heißt, dass der Zug der RE3 in Richtung Hamm um 16.16 Uhr hier mit einigen Minuten Verspätung eintreffen wird. Könnte also sein, dass der nochmal einen Intercity Express oder Intercity durchlassen musste. Und hier auf Gleis 2 dann eine Durchfahrt stattfindet. Aber das werde ich gleich erst sehen. Ist jetzt auch nur eine Vermutung. Kann natürlich auch sein, dass der einfach Verspätung hat. Aber für den schon mal das Signal auf grün gestellt wurde. Denn wenn die Signale hier auf grün springen, kann es doch noch unter Umständen einige Minuten dauern, bis die Züge dann wirklich eintreffen. Es ist tatsächlich der RE3, der hier jetzt einfährt auf Gleis 2.
Jetzt gerade kam die Information rein, dass der RE3 in Richtung Düsseldorf ausfällt. Grund ist ein kurzfristiger Personalausfall. Weil ich habe hier gerade noch den Gegenzug gesehen. Das ist der, den ich gefilmt hatte. Der wendet ja in Hamm, fährt dann zurück und scheinbar gab es da nicht die Ablösung. Und klar, der Lokführer, der hier gerade in Richtung Hamm fuhr, der muss Feierabend machen. Da gibt es ja auch sogenannte Lenk- und Ruhezeiten, die strikt eingehalten werden müssen bei Lokführern. Und aus der Gegenrichtung hat auch irgendwie ein Zug Verspätung. Dort habe ich irgendwie in der Ferne verstanden, dass es irgendwo einen Notarzteinsatz gäbe. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt nicht irgendwie zu Streckensperrungen kommt. Denn das kann alles Mögliche bedeuten. Natürlich auch Personenschaden im Gleis oder so etwas kann damit einhergehen. Und man weiß natürlich nicht, wo sich das ereignet hat. Und das könnte natürlich starke Auswirkungen haben auf den gesamten Schienenverkehr in beide Richtungen. Jetzt gibt es erstmal eine Durchfahrt hier auf Gleis 1. Das ist auch ein bisschen her, wo das letzte Mal das stattgefunden hat. Mal schauen, was da kommt. Scheinbar klingt jetzt die Ruhephase ein bisschen aus. Ich hoffe es zumindest. Der eine oder andere Zug mehr würde hier heute natürlich nicht schaden. Also durchfahrende Zug. Haltende Züge habe ich hier viele. Ein paar von denen habe ich gar nicht mehr aufgenommen, weil sonst haben wir hier ein Video, wo man ständig nur dieselben Garnituren sieht. Das ist ja auch nicht Ziel solcher Spotter-Videos. Irgendwann lässt man dann den einen oder anderen aus. Der Triebkopf ist ziemlich laut. Es ist ein ICE. Ein ICE2 war das mit einer Mordsgeschwindigkeit. Das waren wirklich 200 km/h wie nichts. Ich bin hier noch mal ein Stück ins Blumenbeet runtergegangen, weil das war schon doch ein bisschen beängstigend. Der Bahnsteig ist nicht wirklich breit hier. Da habe ich schon an Orten gespottet, da sind die Bahnsteige ein bisschen breiter. Hier steht man nah, selbst wenn man hinter der weißen Linie ist. Und bei 200 km/h schleppt so ein Zug doch eine ziemliche Luftmasse schon vor sich her. Und ich habe keine Lust, hier irgendwie in die Gebüsche geschmissen zu werden. Deswegen immer noch lieber einen Schritt zurück. Eine kleine Sicherheitsunterweisung. Denn auch die Linie garantiert nicht immer, dass man absolut sicher ist. Je nachdem, was das für ein Zug ist, was der geladen hat, das trifft vor allem auf Güterzüge zu, kann es zu sehr, sehr unangenehmen Windaufwirbelungen kommen. Der ICE2 hat, schätze ich mal, auch irgendwie Verspätung reingeholt. Der ist hier echt geheizt. Auffällig war auch, dass er nicht in Doppeltraktion unterwegs war. Normalerweise ist der Intercity Express Nummer 2 in Doppeltraktion unterwegs. Hier steht wieder ein Signal auf Grün an Bahnsteiggleis Nummer 1. Ah, jetzt habe ich es nochmal verstanden. Der Gegenzug, der jetzt hier gerade Verspätung hat auf Gleis 2, kommt wegen einem Polizeieinsatz später. Das kann natürlich schon eine längere Verspätung mit sich ziehen. Man weiß ja nicht, was das für ein Polizeieinsatz ist, was dort genau vor sich gegangen ist. Das kann auch bedeuten, dass der Zug letzten Endes ausfällt. Aber okay, noch ist es die Gegenrichtung. In Richtung Dortmund scheint das Ganze erstmal nicht betroffen zu sein. Also gut möglich, dass sich das Ganze irgendwo hinter Dortmund abspielt. Also in Richtung Bochum, Essen, die Region beispielsweise. Es kann natürlich auch sein, dass das... Information zu RE3 nach Düsseldorf Hauptbahnhof über Dortmund Hauptbahnhof
Abfahrt 16.41 Uhr fällt heute aus. Grund dafür ist ein kurzfristiger Personalausfall. Wir bitten um Entschuldigung. Was ich sagen wollte, es kann natürlich sein, dass das auch direkt zu Beginn der Fahrt irgendwo passiert ist am Start. Gleis 1, Einfahrt RE1. Und der Zug natürlich diesen Polizeieinsatz schon längst hinter sich hat und jetzt einfach mit Verspätung hierhin unterwegs ist. 16.31 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Und hier trifft jetzt auch der nächste Zug ein. Der wird natürlich ein bisschen voller jetzt sein, da der RE3 gerade ausgefallen ist. Die sind dann natürlich alle in diesen Zug gewechselt. Ich bleibe, denke ich mal, noch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und werde mich dann auch langsam nach Hause begeben. Langsam ist mein Akku nämlich geschröpft und wie gesagt, ich muss heute noch die ein oder andere Sache erledigen zu Hause. So, gerade eben habe ich einen IC1 tatsächlich vor die Linse bekommen. Ich hatte großes Glück, denn hier auf dem Gleis, wie ihr sehen konntet, stand der RX ganze Zeit und ich hatte Sorge, dass der dann irgendwie losfährt und mir die Sicht nehmen würde. Aber ich habe es dann tatsächlich geschafft, diesen Intercity reinzubekommen, der ja wirklich immer seltener wird. Dieses alte Intercity-Angebot, einstöckige Waggons mit Lokbespannung, ja, sind am Ende ihrer Zeit angekommen. Alles wird entweder aufgewertet mit Intercity Express oder dem Intercity 2. Da kommt jetzt ein Intercity Express Nummer 1. Allerdings mit mäßiger Geschwindigkeit, hängt damit zusammen, vor nicht allzu langer Zeit ist hier der RE1 abgefahren und kurz dahinter kam ja der Intercity, der ebenfalls ziemlich verlangsamt fuhr und ja, jetzt reiht sich der Intercity Express eben auch dort ein und kann nicht seine volle Geschwindigkeit entfalten. Ihr wisst ja, Züge müssen einen Blockabstand einhalten. Das ist ein gewisser Abstand, der zwischen fahrenden Zügen bestehen muss. Wird dieser unterschritten, kommt es automatisch zur Zwangsbremsung, da das System eine Kollisionsgefahr sieht. Es muss natürlich nicht immer eine absolute Zwangsbremsung sein, also es muss nicht dazu führen, dass der Zug vollständig zum Halten kommt. Allerdings wird der Lokführer sofort darauf hingewiesen, sein Tempo zu verringern. Und wenn er dies nicht einhält, wird der Zug automatisch verlangsamt, so dass der Blockabstand wieder gewährleistet ist. Wir haben jetzt jeden Augenblick 17 Uhr, 16.58 Uhr. Und um 17.31 Uhr werde ich dann mit dem RE1 in Richtung Dortmund abfahren. Ich werde natürlich auf dem Heimweg noch weiter filmen und mal schauen, was es da noch so Spannendes zu sehen gibt. Möglich, dass ich mit der U-Bahn heute nach Hörde zurückfahre. Denn wenn ich ankomme in Dortmund, ich rechne gerade im Kopf, ich muss mal hier auf den Fahrplan schauen. Wenn ich um 31 hier abfahre, bin ich um 43 in Dortmund, also 12 Minuten später. Ja gut, da könnte ich auch die RB59 nehmen um 4 nach. Mit der könnte ich auch nach Hörde fahren. Ansonsten bestünde, wie gesagt, auch die Möglichkeit, mal nach längerer Zeit wieder mit der U-Bahn zu fahren. Mir ist hier gerade was aufgefallen. Zum Beispiel hier im Block 10 Uhr ist der RE1 um 10.31 Uhr in Richtung Aachen angegeben.
12 Minuten Fahrt bis Dortmund, Ankunft in Dortmund 10.43 Uhr. Es gibt aber auch Stunden, hier zum Beispiel 9 Uhr Block, da kommt er um 29. Im 16 Uhr Block kommt er um 31. Und hier in meinem Block sogar um 17.29 Uhr. Die Fahrtzeit ist aber genauso lang. Also die Ankunftszeit in Dortmund, die ist immer 43. Heißt, der Zug fährt entweder 12 Minuten oder 14 Minuten. Fährt entweder hier 31 ab oder 29 ab. Das ist auch interessant. Also eine Abfahrtzeit, die immer um 2 Minuten abweicht. Entweder 31 oder 29. Ankunft aber immer um 43 in Dortmund. Könnte natürlich mit einer eingeplanten Überholung zusammenhängen. Wobei 2 Minuten Zeiteinplanung für eine Überholung wirklich der Optimalfall ist. Da kann man immer durchaus mehr einrechnen. Es kommt ja auch immer darauf an, wie weit der Zug entfernt ist, der definitiv Vorfahrt bekommt. Auch da gibt es ja gewisse Spielräume. Ansonsten hier noch ein kleines Beispiel, was für massive Auswirkungen derzeit die Baustellen auf den Schienenverkehr in Nordrhein-Westfalen haben. Verschiedenste Linien sind durch Ausfälle betroffen. Linien werden durch Schienenersatzverkehre ersetzt, sei es den ganzen Tag oder zu bestimmten Uhrzeiten. Hier RE7, RB37, S11, RE6 und hier unten auch noch weitere Linien, die durch verschiedene Ausfälle betroffen sein werden, da eben Baustellen stattfinden. Entweder fallen Linien, wie gesagt, aus auf bestimmten Abschnitten oder Züge werden auch umgeleitet. Ist natürlich für den Pendler eine sehr, sehr ärgerliche Sache. In einer Viertelstunde wird jetzt der RE1 kommen. Mit dem begebe ich mich dann nach Dortmund zurück. Hier am Bahnhof Kamen sehe ich die Dreharbeiten dann als beendet an. Sollte hier noch was vorbeikommen, etwas Spezielles, werde ich es für euch einfangen. Ansonsten seht ihr gleich hier Bilder der Rückfahrt. Planmäßige Ankunftszeit 17.31 Uhr. Nächster Halt, Dortmund-Kuhn. Planmäßige Ankunftszeit 17.34 Uhr. Thank you.
Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund der Vorfahrt eines anderen Zuges verzögert sich unsere Weiterfahrt um wenige Minuten. Wir bitten Sie, dies zu entschuldigen. Dear passengers, another train is passing us. We will continue our journey shortly and apologize for any inconvenience. Nächster Halt, Dortmund-Scharnhorst. Planmäßige Ankunftszeit 17.37 Uhr, heute 17.41 Uhr. Nächster Halt, Dortmund Hauptbahnhof. Planmäßige Ankunftszeit 17.43 Uhr, heute 17.48 Uhr. Ja, auch Bahnsteig Nummer 2 und Nummer 3 ist jetzt Geschichte.
und wird bald einem neueren Bahnsteig weichen. Sehe ich so jetzt das erste Mal. Überrascht mich sehr. Ich warte jetzt hier auf die RB 59. Die wird um 18.03 Uhr abfahren. Und mit der geht es dann nach Hörde zurück, wo ich mich spätestens auch noch mal melden werde. Ist Bahnsteiggleis 2 und Nummer 3 dann saniert, ist die Modernisierung des Dortmunder Hauptbahnhofes vollständig abgeschlossen. Es deutet nichts mehr auf den einstigen desolaten Zustand dieses großen Bahnhofes hin. Ich bin jetzt wieder in Dortmund-Hörde. Es ist 18.20 Uhr. Ich denke, das war eine mal sehr interessante Tour. Zuerst ging es ja heute nach Unna. Dort haben wir einige Eindrücke gesammelt, ein paar durchfahrende Züge gefilmt. Dann gab es die Busfahrt nach Kamen. Und am Kamener Hauptbahnhof haben wir dann insgesamt etwas mehr Zeit verbracht. Dort wurde auch der ein oder andere interessante Eindruck gesammelt. Jetzt auf der Rückfahrt sind mir auch nochmal interessante Sachen in die Kamera gekommen. Ich denke mal, man kann von einem sehr gelungenen Ausflug sprechen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr möchtet. Ich wünsche euch alles Gute und bis demnächst. Euer Eisenbahnwesen NRW.